Ja, hallo, liebe Freunde, liebe Partner, liebe Interessenten. Ja, die Frage ist ja, wie möchtest du dein Online-Network-Marketing, und das geht es ja, organisieren bzw. aufbauen? Die Frage ist, es gibt ja zwei Hauptrichtungen, wie man das organisieren kann. Oder wie es organisiert wurde. Das eine ist die Variante A, ist sponsern, 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 bis der Arzt kommt, alles einzutüten, einzutüten, einzutüten und ja, von einigen, die werden die Karriereleiter bis hinauf in den Champion-Bereich erreichen und werden gutes Einkommen erzielen. Vielleicht sind das 0,3 bis 0,5% deiner Partner, die du rekrutiert hast, eingetütet hast. Also sind der überwiegende Teil aber enttäuscht. Sauer, wie man sagen, angefressen, habe ich nichts erreicht, der haben wir gesagt. Also war bis ist jetzt bei vielen einfach ja, die Normalität. Warum? Weil sie durch die Einsteiger, durch die Starterpakete eben erhöhte Provisionen gekriegt haben und weil das eben rasch die Leute, vor allem die Hyper und die Abzocker und sonstigen Aufschneider, eben rasch zum Geldverdienen gebracht hat. Wann dieser Hype vorbei war, sind die dann wiederum in ein anderes Netzwerk und haben dort genau dasselbe gemacht. Variante A. Variante B schaut ein bisschen anders aus. Hier geht es darum, von Haus aus kaufmännisch orientiertes Business aufzubauen. Zuerst einmal suchen sogenannte Leader, also die Leute zu suchen, die die DNA eines Leaders, einer Führungspersönlichkeit in sich haben und die aber auch bereit sind, die notwendigen Investitionen zu tätigen. Also Zeit, Geld, Lernbereitschaft, persönlicher Einsatz und und. Also alles, auf das komme ich ja eh noch Schritt für Schritt bei all meinen Infos hier noch darauf genauer zurück. Der Vorteil aber, dass wir von oben nach unten organisieren oder auforganisieren, ist ja der, dass wir weniger Fluktuation haben, dass wir weniger enttäuschte Personen haben, aber dass wir gleichzeitig parallel zufriedene Kunden aufbauen. Denn wir trennen die Akquise, wenn es um die Geschäftspartner geht, von der Akquise, wenn es um Kunden geht. Also ist zum Überlegen, welchen Weg möchtest du gehen, welche bevorzugst du, das mir schreiben. Natürlich kann man ist verleitet durch die heutigen Werkzeuge oder die technischen Möglichkeiten wie Facebook, Instagram und. Das verleitet natürlich zum Frontliner sponsern, Frontliner sponsern, Frontliner sponsern. Eintüten, eintüten, eintüten. So. Das ist genau das, was man früher auch was gemacht wurde, wo man eben tausende Leute ins Geschäft gebracht hat und davon nur ganz wenige wirklich Erfolg hatten. Die, die Erfolg haben, haben großen Erfolg gehabt, haben viel erreicht, aber die Wasserträger, die Lämmlinge, die haben natürlich nichts verdient und waren sauer und haben eben das Problem gehabt. Unser Ziel muss ja sein, dass wir so viele wie möglich von Neueinsteigern, egal ob groß, ob klein, ob Ding, ins Geldverdienen bringen, zur Zufriedenheit bringen. Dass der sagt, du, also ich bin zufrieden jetzt und ich verdiene jetzt oder ich erreiche einen Ertrag, ich sage eher Ertrag, nicht Einkommen, von zusätzlich, was ich, 2000 oder 3000 Euro. Ich habe meinen Hauptjob, aber das ist auch in Ordnung. Nur wenn man dir nicht verspricht, du wirst auf bis in die Champion und bla. Und man kümmert sich da nicht drum, das ist grob fahrlässig. Das ist unverantwortlich, grob fahrlässig. Und sollte im Aufbau eines Netzwerks hat nichts dort verloren, sollte dort nicht verwendet werden, sollte
richtig mit den Leuten gearbeitet werden, von Haus aus ehrlich, aufrichtig ihnen zu sagen, wenn du das erreichen willst, musst du das und das und das investieren. An Zeit, an Geld, an Lernbereitschaft, an persönlichen Einsatz und, und. Diese Tools brauchst du dazu, das brauchst du, die Firma hat es nicht oder die hat es. Also ist die Beratung das Wichtigste überhaupt, dass die Person dann auch Erfolg hat. Denn wann wird sie diese Investitionen tätigen? Wenn sie ganz genau weiß, was es bringt im Endeffekt. Und wir reden hier von Langzeitbusiness. Das können Sie sich gar nicht viel vorstellen, dass ich 27 Jahre in einem Monat bis zu meiner Pension oder bis ich, wie gesagt habe, jetzt reicht es mir, jetzt gehe ich in meinen wohlverdienten Ruhestand, dass ich 27 Jahre für ein einziges Unternehmen hauptsächlich war. Natürlich habe ich immer die Beratung offen gemacht und gesagt, okay, wer für dieses Unternehmen, wo ich jetzt tätig bin, geeignet ist, brauchbar ist, egal aus welchem Grund, als Kunde oder als Geschäftspartner, willkommen bei mir. Aber wer so das, na, und weil ich gemerkt habe, das ist für ihn nicht machbar, das passt für ihn nicht. Dann habe ich ihm gesagt, da bei der Firma XY habe ich einen, wirklich einen lieben, netten Freund, der dort tätig ist. Ich würde dorthin empfehlen, ich rufe ihn an, du musst entscheiden, ob du dich dann bei ihm meldest oder nicht. Er weiß dann Bescheid, wüsste es, dass ich das mache. Ja. Also da habe ich einen zufriedenen Freund, einen zufriedenen Kunden im Weiter oder einen zufriedenen Partner, weil er meiner Überzeugung nach bei der richtigen Firma ist. Es kann mir keiner erzählen, dass es wurscht ist, welche Firma, das stimmt nicht. Es ist ganz entscheidend, dass die Firma zu dir passt. Zu dir und zu deiner Zielgruppe passt. Und dass es zu deinem Arbeitssystem, Konzept, Methode oder wie auch immer passt. Wenn du gerne übers Internet, über Facebook promoten willst und dann Neueinsteiger, auch okay. Wenn du den Leuten von vornherein das erklärst, wie du das machst und warum und weshalb, ist das auch okay. Nur darfst du den Leuten nicht das X für U vermachen, dass man hier auch in die Champions League hinaufkommen kann. Ja, für einige, wie gesagt, 0,3% erreichen es, wenn überhaupt. Aber von denen, die schon ausgewählt sind, die wirklich fürs Business oder mit einem Ziel, das Business zu betreiben, starten. Weil es ja so einfach ist. Da brauchst du nur einschreiben und ja, die Produkte, die hast du für dich und da hast du noch 3-4 Kunden und schon hast du die Schecksicherung und das passt schon alles. Schwachsinn. Um wirklich ein hauptberufliches Business, und das ist mein Anliegen immer gewesen, wie viele Leute bringe ich zu einem hauptberuflichen Business, zu einem hauptberuflichen Network-Marketer? Denn das Schönste, was du erleben kannst, ist als Unabhängiger, als Network-Marketer, wo du finanzielle und zeitliche Unabhängigkeit hast, wo du das Leben genießen kannst. Die Geschehnisse gibt es ja nicht. Wo du am ersten warst, okay, was wäre das nächste Monat sicher an Einkommen haben? Vielleicht 5%, 7% mehr im nächsten Monat? Das ist die Frage. Aber dass du das kriegst, das weißt du. Weil, wenn du es richtig aufgebaut hast, weil du ja einen Kundenstock hast und weil du Partner hast, die den Kundenstock betreuen und jeder seinen Kundenstock betreut und weil du Partner hast, die wieder im Sponsormodus sind, im Aufbaumodus sind und jetzt gezielt die richtigen Partner suchen. Das geht's nicht. Das ist, kann man nicht alles gerade und drüben einfach zusammenhauen. Ja, alles an die Wand bicken, würde ich sagen, die Nullen und dann ihr paar bleiben bicken und das sind's dann. Schwachsinn ist das. Das ist grob fahrlässig. Ich will mit solchen Leuten nämlich überhaupt nichts mehr zu tun haben. Ich habe früher schon immer gemieden, ich habe alle die aus meinem Gedächtnis und Dateien gestrichen, die mir kommen Leute in Frage, die wissen, was sie wollen und die auch dann bereit sind, ihre Investition zu tätigen. Schau dir das an, ich habe das eh noch beschrieben, wenn es dich interessiert, wird es mich freuen, reden wir darüber, wie auch du in das Einkommen kommen kannst, Champion-Einkommen jenseits der 50.000 Euro sind möglich. Also, wenn es interessiert, nicht verzagen, Josef fragen. Alles Liebe. Tschüss, Baba.